Das Beste, was du tun kannst, wenn du frustriert bist, ist, keine Nachrichten anzuschauen, zu hören und keine Zeitung zu lesen. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Beitrag. Mein Name ist Irmgard. Schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte heute mal so das Thema ansprechen, Nachrichten schauen, Zeitung lesen, Nachrichten hören. Ich kenne das auch noch so aus meiner Kinderstube, aus der Schulzeit vielmehr. Einmal am Tag muss man Nachrichten schauen und man muss auch täglich die Tageszeitung lesen. Oder zumindest mal die Überschriften lesen. Und vor vielen Jahren habe ich in einer Situation einfach mal festgestellt, wie Ängste in mir aufkommen, weil ich einfach regelmäßig Nachrichten schaue. Was für ein ungutes Gefühl das in mir auslöst, wie ich ja dazu neige, frustriert zu sein, mich auch ohnmächtig zu fühlen, weil ich ja an gewissen Situationen, gewissen Weltgeschehen, ich möchte jetzt hier gar keine Beispiele nennen, um gewissen Geschehnissen da nicht noch zusätzliche Energie zu geben, wie mich das einfach belastet, wie mir das Energie raubt und wie ich mich nicht gut dabei fühle. Es gibt auch so Buch, glaube ich, das habe ich auch mal vor vielen Jahren irgendwo entdeckt, wie man es in 15 Minuten schafft, sich den ganzen Tag zu verderben oder so irgendwie. So ähnlich ist dieser Titel, vielleicht gibt es das auch heute nicht mehr auf dem Markt, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich das Video hier drehe, beziehungsweise die Kamera anhabe. Und letzten Endes ist es doch auch so, wie oft haben wir den Tag eigentlich ganz gut verbracht, setzen uns abends vor den Fernseher um 7:45, schauen die Nachrichten und erfahren, was es alles Schlimmes in dieser Welt gibt, wo ganz viele schlimme Geschehnisse sind und die Medien darüber berichten. Und wie fühlen wir uns anschließend? Schlecht. Wir sind frustriert. Wir fühlen uns ohnmächtig und geben diesen Dingen auch noch Energie, indem wir dann einfach auch noch im Umfeld mit unserer Familie oder am nächsten Tag auf der Arbeit, im Kollegenkreis darüber sprechen. Und dieser Frust, dieser negativen, dieser energieraubenden Energie, diesen energieraubenden Themen noch mehr eine Chance geben, uns Energie zu rauben. Was ändern wir daran? Wem hilft es, wenn wir uns da schlecht fühlen? Und deshalb möchte ich dich mal dazu einladen, das mal ein bisschen zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass man ja ganz kalt unterwegs sein muss und kein Mitgefühl zeigen sollte, wenn man irgendwo mitbekommt, dass ein Unglück geschehen ist. Meine Herangehensweise da ist immer, dass ich Licht, Liebe diesen Menschen schicke, in Gedanken, und dass ich dennoch weiter bei mir bin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit Spenden, Geldenergie oder Sachspenden da helfen. Dann kann man das machen. Damit signalisiert man ja auch dem Universum, ich habe mehr als ich brauche und verschafft sich ein gutes Gefühl, irgendwo helfen zu können. Aber ansonsten halte ich mich völlig aus diesen Negativschlagzeilen, die mir Energie rauben, oder aus Themen, die mir Energie rauben, die mir nicht gut tun, die mir so ein Bauchgrimmen verursachen, halte ich mich völlig draußen, beschäftige mich nicht damit und verschwende da auch keine Energie mit, sodass ich mich damit nicht selbst einfach auch letzten Endes frustriere. Und das ist meine Anregung an dich. Sei mal ehrlich, beobachte dich mal, wenn du noch Nachrichten schaust, wenn du noch regelmäßig Zeitung liest, ob dir diese Dinge wirklich Energie schenken oder ob sie dir auch Energie rauben und wem es letzten Endes denn damit auch geholfen. Ja, das war meine kleine Gedankenanregung für dich heute in diesem Beitrag. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig damit inspirieren. Schick dir eine herzliche Umarmung. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du das Video hier anschaust. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard.